Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von Kiwis Stricklust. Ja, schön, dass du wieder den Weg hierher gefunden hast, eingeschalten hast, mir ein wenig über die Schulter gucken möchtest. Ja, ich bin, wie gesagt, ne, habe ich noch gar nicht gesagt, ich bin Kiwi und wohne im Land Brandenburg an der deutsch-polnischen Grenze und ja, habe den Podcast als sozusagen als, na, Stricktagebuch und selber gucke ich mal ab und zu nach, wann habe ich welches Projekt begonnen, weil das doch ein bisschen hilft. Ja, was gibt's noch zu sagen? Für alle die, die neu dazugekommen sind, ich bin die Inhaberin vom Oderdeichschaf. Ja, Dauerwerbesendung wird eh alles eingeblendet. Ich habe heute drei Projekte bei, an denen ich gestrickt oder beziehungsweise gehäkelt habe. Ich habe eine Sache, das wisst ihr ja, da habe ich eine Maschenprobe schon mal gemacht, da ist aber noch Wolle auf dem Weg zu mir. Und ja, ein paar handgefärbte Garne gleich am Anfang, würde ich sagen, weil bis zum Schluss bleiben die wenigsten. Und dann ist natürlich am Wochenende auch die neue Sinitta bei mir eingetrudelt. Und da gehe ich mit euch die mal ein bisschen durch. Weil, wie gesagt, Zeitschriften sind ja doch ein bisschen teuer und vielleicht dem einen oder anderen gefallen die Sachen da drin nicht und dann weiß er, brauche ich mir gar nicht erst kaufen. Ich habe wieder ein Käffchen bei, habe auch schon wieder gekleckert, aber das ist mein Problem, nicht euer Problem. Ich habe in meinem Shop ein paar, naja, ich habe logisch durch das Strickwochenende letzte Woche ja, einiges noch gefärbt, was nicht im Shop drinne war. Jetzt ist eigentlich so gut wie alles. Ich habe schon gemerkt, ich habe zwei Sachen noch nicht eingepflegt, also flitze ich nachher noch mal rüber. Aber das ist ja nicht euer Problem, das ist mein Problem. Zumindest habe ich bei einigen Garnen, die aus dem Sortiment rausgingen, auch den Rotstift angesetzt, weil, wie gesagt, ich ein bisschen Platz brauche und vielleicht kauft der ein oder andere ja doch mal noch einen Strang davon, weil so viel kann ich dann doch nicht verstricken. Ich habe wieder ein paar von meinen ganz normalen Sockenwollen die Konfetti gefärbt und zwar habe ich einmal so einen schönen Rotton im Shop drin. Das ist ja diese Wolle. Ich schreibe die Folge rein, da habe ich mal eine Socke gestrickt und die gezeigt. Die habe ich jetzt drüben auf dem Sockenbrett. Tut mir leid, habe ich vergessen, hätte ich mitbringen sollen. Aber diesen Farbton habe ich. Dann habe ich natürlich wieder dieses tolle Türkis nachgefärbt. Also wie gesagt, ein Anthrazitton. Wollen wir das Label richtig zeigen. Und es darf auch ein bisschen pinky sein. Genau. Also Pink, Anthrazit, Türkis und Rot. Die findet ihr jetzt im Shop. Wer sich da gerne ein paar schöne Socken von stricken möchte, der kann da gerne im Shop fündig werden, zuschlagen. Dann habe ich noch ein bisschen andere Sockenwolle gefärbt und zwar einmal noch auf Wunsch einer Kundin den Lust auf Sommer. Aber ich finde, der passt jetzt auch so ein bisschen in den Spätsommer rein. Da sind eben halt so diese Orangetöne, Grüntöne drin. Also das ist wie so ein bunter Sommergarten. Der wurde gewünscht und da habe ich natürlich ein paar mehr gemacht. Dann habe ich den Blüten. Zauber, musste ich jetzt selber mal gucken. Das ist auch wie so ein Potpourri: Grün, Lila, Pink, Orange, Rot, Anthrazit. Also da ist auch alles drinne enthalten. Und das Feuerwerk, das ist so ein richtig schöner Bämton mit Orange, Anthrazit und Türk, also Pink. Und ein bisschen lila. Also das wären bestimmt auch ganz, ganz tolle Socken. Und wie gesagt, das wäre die Sockenwolle. Auch
Der Wunschpunsch wurde gewünscht auf normaler Sockenwolle. Den habe ich ja sonst meistens auf der Deich Pure oder auf der Kaschmir. Ach, ja, nee. Doch Kaschmirseide. Genau. Also da habe ich jetzt diesmal mal auch auf ganz normaler Sockenwolle gefärbt. Dann habe ich ein bisschen Glitzerwolle gefärbt. Das wäre einmal auch so ein richtig schönes, kräftiges Rot mit Pink. Sieht man den Glitzerfaden? Ja, ich glaube, ihr könnt ihn sehen. Und den schön. Ich habe jetzt natürlich die ohne Banderole genommen, aber ja, namenmäßig, ich glaube, das war irgendwie nicht die Strandtreppe, sondern der Strandurlaub oder Lust auf Meer oder so in dem Dreh. Da gibt es ja ein paar Varianten von. Und dann habe ich auf der Pure, jetzt Pure 400, habe ich einmal die Koralle, dieses schöne Korallenrot. Das sind 400 Meter auf 100% Merino Superwash. Auch ganz toll, vielleicht für noch ein Cardigan oder eine Jacke. Und das Pumpkin Spice, also so ein richtiges Gewürz, Zimt, Orange. Also genau, der ist mit drinne. Und auf der Deich Merino Kaschmir Seide habe ich einmal so ein schönes Mauve-Ton und einmal ein Petrolton, der schon fast ins Türkise geht. Also bei euch ist er ein bisschen türkisiger, ganz so türkis ist er nicht. Aber auch 400 Meter. Und ich finde, man kann auch die Pure Merino zusammen verstricken. Man kann auch die Pure Merino. Also man muss nicht unbedingt die gleiche Garnqualität, Hauptsache die Länge und die Stärke haut hin. Das wären sozusagen die Garne, die jetzt bei mir im Shop drinne sind, die jetzt nochmal eingezogen sind, eingepflegt sind. Wie gesagt, bei einigen, wie glaube die Leinen, die Turin, also so die typischen Sommergarne, die sind jetzt im Preis reduziert. Und wer da noch ein bisschen was auf Vorrat sich schon mal anlegen möchte oder wie wir so schön sagen, antizyklisch strickt, also jetzt was für nächsten Sommer über den Winter strickt und dass er das im Sommer, früher Sommer tragen kann oder eben halt, ja, für die Leute wären jetzt die Sommergarne noch geeignet. Ansonsten, ja, manch einer strickt halt im Winter Wintersachen und im Sommer Sommersachen. Ich versuche immer so, mich so ein bisschen dazwischen zu hangeln, sodass ich auch über den Herbst, Winter zwei, drei Sachen fertig kriege, die ich im Frühjahr dann anziehen kann. Und genauso mache ich es im Sommer und versuche da schon ein bisschen was für den Herbst vorzubereiten und zu stricken. Und so ein Cardigan, finde ich, den kann man das ganze Jahr über tragen, im Sommer über ein T-Shirt oder so ein Top und im Winter über ganz normalen Pullover. Und demzufolge finde ich so Cardigans, die kann man das ganze Jahr über stricken. Genau. So, das war jetzt mal so das kleine Update, damit auch diejenigen, die nicht sonst bis zum Schluss bleiben, die Garne sehen, also Werbung in eigener Sache. Und jetzt komme ich zu den gestrickten Sachen. Und da wisst ihr ja, habe ich ja das letzte Mal meinen Strang für das bevorstehende Halloween euch gezeigt. Und ich habe jetzt am Strickwochenende, so wie ich es gesagt hatte, ich nehme nur zwei Projekte mit. Ich habe mir die Wolle so, und ihr wisst, was dann kommt, gewickelt. Und habe angefangen, Socken zu stricken. Und zwar zwei gleichzeitig und diesmal wieder Toe ab, also sprich von der Spritze aus.
wurden diese gestrickt und die stricke ich auf einer 2,25er diesmal, weil ich ja jetzt doch ein bisschen anders meine Socken stricken möchte, dass die doch ein bisschen länger halten. Und ich hoffe mal, jetzt habe ich mich verdüdelt, aber das macht ja nichts. Ich halte sie euch noch mal rein. Und ich glaube, ich habe ein Foto gemacht im Dunkeln. Da wurden die so angeleuchtet. Das werde ich mal einblenden, als ich auf der Terrasse gesessen habe. Und da kam so dieses Neon richtig toll raus. Was jetzt eigentlich, ja, ich habe kein Schwarzlicht. Ich kann die nicht anleuchten. Aber ihr könnt mir ruhig glauben, also diese Farben, da ist ja dieses Neon-Lila, Neon-Grün und so drinne. Macht sich wirklich super und ich habe versucht, deshalb habe ich auch einen, den ich von innen und einen, den ich von außen stricke, weil ich habe ja praktisch einen Knäuel gehabt. Dann habe ich aus diesem einen Knäuel zwei gemacht und dann habe ich angefangen, beide zu stricken. Ganz normal, ich stricke ja immer mit dem Faden von außen. Manch einer strickt gerne von innen. Ich stricke, wie gesagt, gerne von außen meine Sachen ab, meine Knäuels. Und dann hat mir das nicht gefallen, weil dann der Farbverlauf nicht ganz so gewesen ist. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt. Wenn du beide von außen, dann musst du ja so wahnsinnig viel also abwickeln. Und demzufolge habe ich dann nochmal zurückgemacht, aufgetrennt und habe einen von innen. Und einen von außen, da musste ich natürlich auch ein kleines bisschen umswitchen. Aber ich finde, von der Färbung her, ich habe unten mit dem Anthrazit und dann dem Lila angefangen. Also sie sind ziemlich, ich meine, ganz identisch wären sie nicht, aber sie sind doch so ziemlich in der gleichen Reihe, gelb. Und ja, hier war der gelbe schon, hier fängt er jetzt erst an. Ganz so geht es auch nicht immer auf. Also hier ein Stückchen habe ich noch, dann kommt Anthrazit. Hier bin ich schon bei dem Anthrazit. Es verschiebt sich ein bisschen, aber das ist, wie ich finde, nicht so schlimm. Ich finde sie trotzdem toll und ich finde es auch toll, dass ihr schon so fleißig diese Halloween-Färbung Aua, schaut rein und dann wisst ihr, wie es heißt. Also übersetzt heißt es so viel wie Hexenkesselchen oder so. Also so übersetzt. Wenn ich das alles richtig eingegeben habe und interpretiert habe. Also fand ich irgendwo den Namen passend. Und ja, ein paar sind auf Deutsch gesagt. Ein paar Stränge, die waren ja limitiert oder die sind limitiert, gibt es noch im Shop und die werden auf der 80-20 Qualität sein, sprich 80% feine Merino und 20% Poly. Demzufolge natürlich ein weicheres Garn als ein normaler Sockenstrang, der nur 75, 25 hat, aber von der Haltbarkeit auch also ideal. Ich könnte auch mir vorstellen, dass das ein Strangtuch werden könnte, zum Beispiel das Lionberry oder das Close to You. Dann hat man mal so diese Verläufe ziemlich lang, weil es sind ja doch kurze Farbverläufe pro Farbe von ungefähr 25 Zentimeter, so 25, 30 Zentimeter, vier Farben. Und in so einem Tuch sieht es bestimmt noch besser aus, als wenn man die jetzt hier in so einer Socke hat, weil die Socke ja doch sehr kurz ist. Aber das erinnert mich so an die Gum-Gum-Technik. Also das ist jetzt, so stelle ich mir eine Gum-Gum-Socke vor. Ich habe die ja noch nie gestrickt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ungefähr abläuft. Genau. Das war jetzt nochmal was zu meinem Halloween-Special dieses Jahr. Wie gesagt, ein Strang mit noch ein paar Kleinigkeiten, sprich so ein
Maschenmarkierer oder besser gesagt Fortschrittsmarker. Aber meine Fortschrittsmarker und Maschenmarkierer in dem Sinne sind ja meistens so bis Nadelstärke 4, 4,5. Kann man die als Maschenmarkierer nehmen oder man hängt sie sich rein, weil ein Karabiner dran ist. Ich versuche das immer so beides hinzubekommen, weil ich finde das besser, dann ja, kann man den besser nutzen. Ich meine, ihr, weiß ich nicht, so ein Fortschrittsmarker, der macht sich gut hier. Ich habe heute wieder mal den Boxy an. Wenn man so 400 Maschen hat und nur immer glatt rechts stricken muss, damit man von einem Tag oder von dem einen Mal, wo man gestrickt hat, zum nächsten Mal sieht, es geht voran. Dafür sind ja diese Fortschrittsmarker, die sind nicht dafür da, wie wir sie hier immer nutzen und euch in die Kamera halten, um euch zu zeigen, wie weit wir gekommen sind, sondern die sind eigentlich dafür da, wenn ich stehe mal auf, ich habe nämlich einfach nur mein Boxy über dem Kleid an, wenn ich hier, wie gesagt, in Runden, der ist ja jetzt nicht in Runden gestrickt, aber wenn man hier in Runden strickt, hat man ja knapp 400 Maschen und wenn du da rundrum bist, dann kann das wirklich schon ganz schön deprimierend sein. Und dann hängt man sich so einen Fortschrittsmarker rein und dann, und wenn es nur ein Fingerbreit ist bei 400 Maschen, das ist schon eine ganz schöne Leistung. Also, dass man da am Ball bleibt, dafür sind eigentlich diese Fortschrittsmarker. Genau. Aber wir, wie gesagt, nehmen die ja meistens, um euch zu zeigen, wo wir beim letzten Mal gewesen sind, da hängen wir die dann rein. Genau, ich glaube, bei meinem nächsten Projekt, das ist ja der, das hatte ich auch mit, der Cardigan, da kommt jetzt übrigens die neue Krone, die ist aber noch unterwegs. Ich habe schon wieder angefangen, die Weihnachts Pro Fortschrittsmarker. Und hier könnt ihr mal sehen, wartet. Na, wenn, dann soll er richtig sein. Der Ring ist ziemlich groß und demzufolge passt da gut und gerne auch, kann man den, wie gesagt, als Maschenmarkierer nehmen. Und trotzdem hast du ja diesen Karabiner oben zum Reinhängen. Den habe ich nämlich nochmal in der Handtasche gefunden. Den muss ich irgendwann mal drinne gehabt haben. Und denke, ach ja, stimmt, Weihnachten. Also ich sitze drüben jetzt und fange dann an, die Weihnachtsmarkierer zu basteln. Natürlich auch noch welche für die Halloween-Zeit. Nicht nur für die Leute, die den Strang bekommen, sondern es kommen auch so noch. Ich muss hier mal mich ein bisschen sortieren. So, jetzt habe ich einen Knoten drin, aber der stört euch ja nicht. Aber mich, mich nört. So. Genau, der ist aufgegangen. Ich hatte nämlich mein Häkelprojekt, das Projekt und die Socken mit zum Strickwochenende und sonst gar nichts. Und das war auch gut so. Ich habe eine ganze Menge geschafft an meinem, ja, Sommeroberteil fürs nächste Jahr. Und eben war doch der Markierer noch da. Genau, also das ist ja ganz normal, den kann man als Maschenmarkierer oder Fortschrittsmarker reinhängen. Und das ganze Stück habe ich gestrickt während des Strickwochenendes jetzt. Übrigens, falls noch jemand möchte, ich habe es auf Instagram schon gepostet, ich hätte noch einen Platz Ende, also das ist das Wochenende, wo die Zeit umgestellt wird, Ende Oktober. Ich hätte noch einen Platz frei. Wer da gerne möchte, der schickt mir entweder eine PN, also private Nachricht, eine E-Mail. Also ich hätte noch einen Platz, der, wie gesagt, Donnerstag bis Sonntag, ja, hat sich so ergeben. Ich habe den noch, bin den noch nicht losgeworden. Genau. Also der wächst auch vor sich hin. Ich habe jetzt, ich kann ja doch mal gucken, ich habe doch das Maßband hier, wie viel Zentimeter ich jetzt schon von der Schulter oben bin.
Ich weiß ja so ungefähr, was ich brauche. Also ich bin jetzt bei 47 cm und 60 cm ungefähr möchte ich gerne stricken. Also muss ich noch meine Runden ziehen und habe ja den Fortschrittsmarker drin, dass mir das ein bisschen leichter fällt, obwohl die Wolle sich wirklich super verstricken lässt und ich freue mich schon auf das nächste Knäuel. Ich werde mal den, jetzt ist es ja ein Fortschrittsmarker und kein Maschenmarkierer. Ich werde den mal hier oben wieder rein machen. So. Genau. Damit wir beim nächsten Mal wissen, aber jetzt waren 47 Zentimeter und das sind so die Projekte, an denen ich zurzeit arbeite, weil ich möchte ja auch gerne, dass das fertig wird und gucken, ob alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe mit diesem Oberteil. Und ich habe gesagt, auch wenn ich mir jetzt noch mal 500 Gramm gekauft habe, ich werde es wahrscheinlich nicht als Langärmversion machen, weil doch das Garn eigentlich für ein Sommeroberteil gedacht ist. Deshalb ja auch so die Ausschnitte. Und ja, es bleibt immer noch spannend. Und wie gesagt, da arbeite ich auch dran. Aber ich habe ja jetzt auch noch ein paar andere Sachen. Auf der Nadel. Ich habe das Körbchen immer unten, da ist meine Häkelnadel drinne, also und das trage ich nachher wieder runter. Da kommt dann jetzt auch wieder das Sockenprojekt rein, so dass ich unten auf der Couch sitzen kann und auswählen kann, welches. Natürlich ist das eine ganz einfache Tasche von Temu. Aber die ist super. Eigentlich sind hier drinnen noch, die habe ich an die Seite gemacht, weil ich die nicht brauche, noch so Fächer. Aber ich habe, wie gesagt, meine Projekte dann hier drin. Hier kommt noch das Häkelprojekt mit rein. Und dann kann ich jetzt immer besser hin und her switchen zwischen oben und unten, weil ab und zu bin ich ja jetzt doch wieder hier in der oberen Etage. Genau. Und jetzt komme ich noch zu meinem, wie spät haben wir es denn überhaupt? Naja, klappt alles. Zu meinem Häkelprojekt. Entschuldigt. Das ist ja der Pullover aus der, ich wollte sie jetzt mal wieder im Original und nicht nur immer einblenden, aus diesem Heft zeigen. Und da sind so wahnsinnig tolle Sachen drauf. Natürlich Taschen, die ja diesen Sommer ganz doll innen waren. Gehäkelte, gestrickte Sachen. Also ein ganz, ganz tolles Heft. Nicht nur für den Sommer. Die Strickjacke hat es mir ja auch noch angetan. Und es kommen ja noch 500 Gramm Baumwollgarn. Mal sehen, vielleicht wandert die ja auch auf meine To-Do-Liste. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das alles so. Also es ist mehr so ein sommerliches Teil, aber hier haben wir auch noch mal so Polunder drin oder so einen tollen Kurzarmpullover. Also, wer die Zeitung noch irgendwo bekommt oder wer sie sich zum Beispiel aus der Bibliothek, ich glaube, in Bibliotheken kann man sich ja auch Zeitschriften ausleihen, dann muss man sie sich nicht kaufen, weil, wie gesagt, ganz so preiswert ist sie nicht. Ich habe ja zwei genommen, noch die Nummer 6. Das ist eine, glaube ich, für den Winter gewesen oder so. Ich muss mal gucken, was sie jetzt wieder Neues haben. Und wenn man da so zwei, drei hat, dann lohnt sich der Versand. Aber bei einer Zeitung und dann noch den Versand, das ist dann doch immer ein bisschen. Also dann lohnt es sich wirklich, wie zum Beispiel hier diese Strickjacke. Da oben ist sie nochmal zu sehen. Wäre mir ein bisschen zu kurz, aber ansonsten finde ich die nämlich auch gar nicht schlecht. Tücher sind auch jede Menge drinne. Hier haben wir auch noch einen Cardigan. Also Cardigans gibt es auch ganz viel. Natürlich wieder nur in Teilen gestrickt. Also
lange Rede, kurzer Sinn. Ich verstricke ja oder verhäkel, wir sind ja jetzt beim Häkelprojekt, die Belle von Drops. Das ist ja die Unicolor und die hat 53 Baumwolle, 33 Viskose und 14 Leinen. Und das ist ja dieser Petrolfarbton, der Farbton, die Nummer 17. Genau. Und das Rückenteil war ja fertig. Und ich hatte ja das Vorderteil beim letzten Mal angefangen. Okay, Cindy hat ja gespoilert und hat mich neulich, wir haben miteinander privat was abzuquatschen gehabt und hat gesagt, ich bin fertig. Damit toll. Aber ich weiß jetzt auch, warum sie fertig ist. Ich packe mir ja hier oben dann immer in die letzte einen Maschenmarkierer rein, dass mir das nicht zu Ende flutscht. Ich habe jetzt das Vorderteil so weit, dass ich jetzt mit dem Halsausschnitt angefangen habe. Und das sind jetzt, weiß ich nicht, also ich muss 6 cm hoch. Dann bin ich fertig mit der Seite. Dann mache ich das Gleiche an der Seite auch nochmal und dann ist das Vorderteil auch fertig. Also ich gebe mir Mühe, dass ich heute den Nachmittag in aller Ruhe an dem Teil stricke. Ich habe jetzt hier in diesem Teil drinne insgesamt, ich habe ja genug Wolle, ein Knäuel, zwei Knäuel, drei, vier Knäuel. Also das vierte habe ich angefangen. Und so viel habe ich, glaube ich, auch im Rücken drin. Und ich häkel ja mit der 2,5er. Und ja, dann müssen nachher noch zusammen genäht oder gehäkelt. Ich werde die wahrscheinlich zusammen häkeln. Ich hoffe, ich kriege es vernünftig hin. Aber, und dann werde ich hier nochmal eine ordentliche Kante mit festen Maschen drumherum machen. Aber ich wollte, dass der jetzt auch endlich mal fertig wird. Nicht nur, weil Cindy fertig ist, aber ich weiß jetzt, warum ich so langsam häkle. Also das Thema hatten wir beim Strickwochenende jetzt letztens, beim Zoom-Meeting neulich auch. Ich hatte das, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich bin ja so ein Häkler, so steht es in der Anleitung. Ich häkle nach Anleitung. Ich häkel sozusagen aus einer Luftmasche raus, entstehen, also kommen zwei Stäbchen, Luftmasche und zwei Stäbchen. Und dann gehst du wieder rüber in die nächste Luftmasche. Und die meisten machen in diesen Luftmaschenbogen, also jetzt einfach nur hier so drumrum und häkeln. Nee, Frau Turek fummelt und sucht, deshalb dauert es immer so lange, und sucht dann hier die Masche. Und dann, wenn ich da drinne bin in der Luftmasche, dann habe ich hier oben meine zwei Beinchen und unten das eine. Und daraus stricke ich, häkel ich sozusagen zwei Stäbchen, Luftmasche zwei Stäbchen und das immer. Und damit dauert es eben bei mir halt etwas länger. Aber ja, ich werde auch fertig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mir die Arbeit unendlich schwer mache. Wäre vielleicht nett, wenn ihr unten in den Kommentaren das mal reinschreiben könntet, ob das eigentlich wurschtpiep egal ist, ob ich in den Luftmaschenbogen, also sozusagen um die Luftmasche, die ich ja zwischen zwei Stäbchen, also das wären jetzt die beiden Stäbchen und hier oben ist die Luftmasche. So ein Muster habe ich ja laut Strickschrift. Ob ich da nur drumrum häkle, dann wäre ich natürlich viel, viel, viel schneller. Ob das wirklich vom Häkelbild einen Unterschied macht oder ob ich eigentlich richtig häkle und mir das Leben zwar schwer mache, aber es dann irgendwie ordentlicher aussieht. Ich habe da keine Ahnung. Aber wie gesagt, sie wird fertig und ich finde das gar nicht so blöd, wenn ich immer in diese Luftmaschenkette rein häkle. Genau. Das wäre jetzt zum Beispiel wieder, ich kann das ja mal Liefe machen. Wo habe ich jetzt die Häkelnadel? Das war die falsche. Ich habe ja jetzt durch meine Häkel hier.
2,5. Und die von Prüm finde ich wirklich super. Die sind, liegen gut in der Hand. Ich habe mir zwar für meine Häkelgnome, die ich ja noch machen möchte, da braucht man auch die 2,5, habe ich mir jetzt welche gekauft. Ich mache das mal. Ich nehme mal hier die raus. Dann gehe ich sozusagen rein. Ihr müsst es jetzt, eigentlich ist es genau umgedreht. So, dann nehme ich einen Umschlag rum. Dann gehe ich in diese Luftmasche rein und hole aus der Luftmasche, da häkle ich zwei Stäbchen rein. Nummer 1, Nummer 2. So, dann kommt eine Luftmasche wieder. Und dann kommen wieder in diese Luftmasche zwei Stäbchen. Und dann habe ich dieses Teil fertig. Und in der nächsten, also ich wandere dann und gehe wirklich in. Und da muss ich dann manchmal wirklich suchen. Das ist dann 1, 2, das ist jetzt das dritte. Ich habe es jetzt verkehrt gemacht. Das ist der Vorführeffekt. Blöp, das ist das Gute. Ich bin nämlich nicht in der Luftmasche drin gewesen, sondern eine Abteilung vorher. So, wartet mal. Muss ja alles seine Ordnung haben. Bei der Bell muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist ja doch so wie ein gefachtes Garn, dass ich da jeden Faden mit erwische. Also Umschlag und dann nicht hier reingehen, sondern ist ja logisch zwischen den Beinen in diese Luftmasche rein. Und manchmal ist das ein bisschen fest. Jetzt guckt er mir hier beim Häkeln zu. Dann mache ich wieder die Luftmasche, dann gehe ich wieder rein, fülle sozusagen die Luftmasche mit zwei, vier Stäbchen aus. So. Und jetzt würde ich wieder rübergehen, hier in die Luftmasche, würde hier in die Luftmasche rein mich friemeln, natürlich vorher den Umschlag. Dann würde ich hier reingehen, dann habe ich oben die zwei, unten die eine. Und dann häkle ich meine vier Stäbchen in diese Luftmasche. Erst zwei Stäbchen, Luftmasche. Und dann wieder zwei Stäbchen. So, in die. Einmal. Zweimal. Und so wurde ich, und so sitze ich dann. Und jetzt mache ich erstmal hier Nadel raus. Die Masche sichern. Natürlich auch zumachen. Wäre ratsam. Genau, und jetzt brauche ich, wie gesagt, hier, das müssen jetzt ungefähr 6 cm werden. Und dann, ich halte es nochmal an, also, und dann auf der anderen Seite, und dann kann ich mich an die Ärmel machen, und dann bin ich gespannt. Bei den Ärmeln werde ich ja ungefähr diese Größe, vielleicht, naja, okay, da passen meine Oberarme nicht rein. Also, das sind jetzt 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann habe ich hier freigelassen und hier habe ich mir schon auch 12 abgezählt und habe hier schon mal meinen Maschenmarkierer reingehangen, dass ich weiß, nachher hier und hatte, das sind dann laut Anleitung soll man 11 Zentimeter. Habe ich so Pi mal Daumen mal Fensterkreuz, wird das für den Hals dann reichen. Und wenn nicht, dann kann man, also beim Häkeln geht es ja schneller wieder mit dem Aufmachen. Aber ich denke mal, ich brauche für die Ärmel nicht 12, sondern also so für die Oberarme brauche ich bestimmt, dann sind 12, 13, 14, 15, 16, dann machen wir 18. 18 Stück. 18. Und dann wäre das so. Und das passt für meine Arme auf alle Fälle.
Da bin ich gespannt. Das will ich ja eigentlich heute noch schaffen. Mal sehen, ob es mir gelingt, wenn ich nachher runtergehe. Und jetzt packe ich das wieder in die Tasche. Pack mir mal gleich sicherheitshalber noch etwas Garn mit rein. So, damit wir nachher gar nicht erst suchen müssen. So, genau. Also 4 Stück habe ich drinne von der Bell. 20 mal 50 Gramm habe ich gekauft. Also in der Tasche sind auch noch welche. Ich habe genug. Ich habe 20 mal 50 Gramm, also 20 so eine Teile gekauft, die reichen dicke. Genau. Also das Teil hier rein. Das fertige Teil brauche ich ja nur, damit ich dann abmessen kann, wie weit. Dann ist das ungefähr hier so. Ach, ich freue mich schon drauf, auf dieses Oberteil. Ich bin gespannt, wie Cindy's aussieht. Wenn sie den nächsten Podcast macht, dann zeigt sie bestimmt ihren fertigen. Aber wie gesagt, ich häkle ja anders und demzufolge brauche ich länger. So, genau. Das kommt auch mit rein. Dann kann das nämlich nachher mit runter. Und dann kann ich ganz in Ruhe unten mein Handy mitnehmen, das Video bearbeiten und ja, den Podcast für euch morgen fertig machen. Ich habe drüben übrigens, ich blende mein Bild ein. Ich habe in meiner Arbeitsschreibtischecke, ich habe ja so einen Winkelschreibtisch. Auf der einen Seite ist Drucker, Computer. Das ist nicht müde, Sauerstoffmangel. Nee, habe ich ja meine ganzen Sachen und die andere Seite, da war ein Ordner, wo ich die Label drin habe und dies alles. Das habe ich alles ein bisschen umgeräumt und habe jetzt meine Nähmaschine dahingestellt, weil ich hatte am Wochenende ja jemanden da, der mir meine Angst für das Zuschneiden von Projekttaschen genommen hat. Ich war immer felsenfest der Überzeugung, ich brauche ein Schnittmuster. Deshalb habe ich mir ja auch das Buch gekauft. Ich brauche unbedingt ein Schnittmuster. Das muss ich irgendwie ausdrucken. So, da war dann schon wieder hier oben mein. Ich bin ja technisch, was Technik angeht, totale Null. Und demzufolge habe ich immer, da steht dann immer dieses komische Kontrollkästchen, wenn man das ausdruckt, muss so und so viel Zentimeter, meistens 5 mal 5 Zentimeter groß sein. Dann weißt du, ob der Schnittbogen richtig ist. Und da hat sie zu mir gesagt, das ist für eine Projekttasche, brauchst du gar nicht. Du weißt, wie groß deine Projekttasche sein soll. Davon nimmst du die Maße. Dann überträgst du das, entweder erstellst du dir selber einfach einen Schnittbogen, sprich nimmst irgendwie so einen Karton, natürlich eine Nummer größer, weil das wäre ein bisschen zu klein, obwohl das könnte schon fast für ein Sockenprojekt eine Projekttasche sein. Und dann, ja, und dann gab es. Dann gab's. Dann gab's für mich nämlich Geschenke. Es gab, kommen wir mal zum Neuzugang bei Frau Turek. Es gab Garn, das habe ich drüben, Lesgarn, das muss ich noch wickeln. Und zwar ist das gleiche Lesgarn, aber in einem Petrolton, so, naja, eher ins Türkis gehende und einmal in so einem Fuchsia lila, so der Ton hier so. Und einmal wirklich so dieses, wo sind denn jetzt die hier, glaube, in dem Ton. Und das wieder diese 1400 Meter. Und der eine ist sogar 1500 Meter, weil die Firma
gibt es nicht mehr und da gibt es dafür eine andere Firma, eine italienische, und die machen jetzt nicht mehr 1400 Meter, sondern 1500. Könnte ich beim nächsten Mal euch zeigen. Genau, dann gab es wieder leckere Marmelade. Genau. Und ich habe bekommen ein, natürlich auch ein bisschen was Liebliches, weil es war wieder jemand von einer unten aus der aus Mannheim, Heidelberg, da die Ecke, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Waltraut. Jedenfalls eine Weingegend. Und da gab es Wein. Und dann gab es hier so einen schönen Anhänger, den ich mir an eine schöne Projekttasche ranhängen kann. Einen kleinen selbstgehäkelten Mops. Und dann haben wir alle noch so eine kleine Selbstgehege. Ey, guckt mal, da bricht man sich doch einen ab. Ich weiß gar nicht, macht man das mit einer 1er oder 0,5er Häkelnadel, so eine Eule, die man sich dann eben halt auch an eine Tasche packen kann. Die kannst du aber auch als Projekt Fortschrittsmarker nehmen. Alles super, tutti paletti. Und wie gesagt, von meiner, wir haben zugeschnitten. Ich muss nur noch drüben nähen. Das wollte ich euch nämlich jetzt mal zeigen. Das ist so ein kleines Dingelchen, brauche ich nämlich auch, weiß ich schon. Und ich habe jetzt das erste Mal nur eine Tasche zugeschnitten. Die wird, ist schon so gelegt, wie sie sein soll. Ich habe ja schon Stoff, habe ich ja schon jahrelang da zu liegen. Und zwar, mal sehen, ob nächste Woche die Projekttasche fertig ist. Das wird der Stoff. Das ist der Außenstoff. Den muss ich wieder. Ich habe es gelernt. Gute Seite auf gute Seite. Demzufolge so. Und dann wird hier einfach rüber gerattert. Und dann, ich habe noch Kennsnaps. Und dann mal schauen, ob ich das hinbekomme. Vlies habe ich schon bestellt. Was habe ich noch bestellt, was ich noch brauche? Vlies, ach so, Endlos-Reißverschlüsse habe ich schon bestellt, damit ich mal ein, zwei Projekttaschen probieren kann. Jedenfalls hat das totalen Spaß gemacht und sie hat, wie gesagt, das haben wir alles so ausgemessen und dann hier unten, das wird dann der Boden irgendwie so. Ich weiß noch, wo ich wie was zusammennähen muss und was ich offen lassen muss, zwecks Wendeöffnung. Aber ich will diesen Stoff erst noch ein bisschen verstärken und möchte da noch, weil das ja nur so ein Baumwollstoff ist, so ähnlich wie unsere Bettwäsche. Also so eine einfache Bettwäsche, so eine feine. Genau. Und dann will ich das nämlich noch aufbügeln. So ein kleines Bügeleisen von Prüm habe ich mir auch schon vor ewigen Zeiten mal gekauft. Das kommt dann auch nämlich drüben hin. Und da habe ich mir so eine richtig schöne Ecke gemacht, mein Radio hingestellt. Ich habe jetzt eins vorne, eins hinten. Vorne wird abgeschlossen. Ich habe ja draußen eine Klingel dran. Also wer mich mal besuchen kommt, der muss dann am Briefkasten ist die Klingel dran. Der kann dann da klingeln. Dann höre ich das nämlich hinten, weil sonst höre ich das nicht. Und abschließen muss ich, damit ich weiß, ja, wenn ich hinten im Büro sitze und da Schneider und oder Online-Recherche mache oder meine Buchhaltung mache oder was auch immer ich hinten mache, da ist ja auch das Lager mit der Wolle und so weiter, dann höre ich nicht, was vorne ist. So, und dann gab es von Katrin noch Nähzubehör, das ich gleich loslegen kann. Und da habe ich mich ganz doll gefreut. Einmal so eine Clips. Ja, ich habe auch noch ein paar ganz kleine. Habe ich jetzt wiedergefunden. Ich bin ja im Wahn. Dann gab es hier so einen Roller zum Zuschneiden. Der reicht auf alle Fälle erstmal vollkommen aus. Der hat einen Durchmesser, die Schnippel, die Schnapp von 2,7 cm Rollschneider. Den gab es und dann zum ganz wichtig zum Ausmessen so eine
Die große Zuschneidemappe habe ich ja. Die hatte ich ja vorher schon, weil ich wollte ja schon mal probieren. Aber bei mir scheiterte es ja an diesem scheiß Schnittmuster, was man eigentlich gar nicht braucht. Entweder man macht sich selber eins oder man macht, wie gesagt, Freischnauze. Ach, hier ist mein Kugelschreiber noch drin gewesen. Und damit ich weiß, wie es nachher aussieht, ich meine, ich habe mir jetzt die gekauft, gab es auch noch eine schöne, das ist so eine Arbeit, eine Patchwork-Arbeit, wenn man dann nachher ganz viele Reste hat, die näht man dann rauf. Und ich habe auch im YouTube ein Video gefunden zu meiner Nähmaschine. Da wurde nochmal alles, die ganzen Programme, aber das, also ich habe ja schon mal mitgenäht, ich habe schon Hosen umgenäht, ich habe schon Rollos, also hier für den Garten, so, na, ihr wisst schon, hatte ich euch ja schon mal erzählt, genäht und da werde ich das mit der Nähmaschine auch hinbekommen. Kleine Frage noch an euch, ich weiß, es gucken viele zu, der Unterfaden, ist der dolle wichtig von der Farbe? Muss der gleiche sein? Oder sieht man nachher beim Nähen den Unterfaden nicht für so eine Projekttaschen? Das würde mich nämlich mal noch interessieren, weil ich habe unten jetzt schwarz drin, oben auch. Aber oben das Einfädeln, das geht ganz easy. Aber unten mit dieser ollen Scheißspule, da breche ich mir immer einen ab. Ich weiß, da kommt dann nachher die Erfahrung und so weiter und so fort. Aber im Moment ist es eben halt noch kompliziert. Und dann bin ich gespannt. Katrin, ich habe mich wahnsinnig gefreut über alles. Und nächste Woche hoffe ich, dass der Fließstoff da ist. Und dass ich dann meine erste Projekttasche in die Kamera zeigen kann, die ich selber genäht habe. Genau. So, das war das. Und dann habe ich noch von einer Teilnehmerin Wolle zwei Stränge bekommen, die leider nicht kommen konnte, die absagen musste, Dani. Aber ich hoffe, dir geht's wieder besser gesundheitlich. Und dann kamen noch diese beiden Schätze an. Und ich denke mal, es steht nichts dran. Ich habe Dani jetzt auch noch nicht gefragt. Aber so wie es sich anfühlt, denke ich mal, dass es entweder so die Balance in die Richtung geht. Entweder ist es was mit Merino Tencel oder da ist was mit Seide bei. Also da bin ich, ich werde nochmal fragen. Aber das sind zwei so eine ganz tollen Färbungen. Und das sind jetzt, denke ich mal, 400. Dann muss ich mal schauen und noch irgendwie einen neutralen Ton dazu nehmen. Zwar jetzt nicht so. Aber dann könnte man zum Beispiel einen großen Pullover stricken oder eine Jacke. Also so ein Türkis würde total toll dazu aussehen. Oder was ich auch mir nach noch färben könnte, was ich denke, was auch noch harmoniert, ist, wenn man dann so ein... Nee, sah nicht so gut aus. Move nicht. Aber vielleicht so der Wunschpunsch, dass man was Einfarbiges oder was fast Helles miteinander, dann hätte ich nämlich 1200 Meter und da kriege ich auf alle Fälle einen Kurzarmpullover draus, weil aus den beiden Strängen könnte ich höchstens so einen Top machen. Ginge auch, wenn ich nur die beiden verstricke. Also Dani, nochmal ganz, ganz lieben Dank auch auch von Andi. Der hat sich wahnsinnig dolle gefreut über die Naschereien. Aber ich hatte dir das ja schon geschrieben. Und wie gesagt, im nächsten Jahr wird es wohl klappen mit uns beiden. Genau. Und da wir gerade vom nächsten Jahr sprechen, also die Juni, Juli, August, September sind schon wieder fast alle Termine voll. Und ich war heute gerade noch mal in der Pension, weil ich was vergessen hatte, habe ich mir nochmal abgeholt. Und da habe ich mit der nochmal in ihrem 25er Kalender und habe noch für das erste Oktoberwochenende in 25. Das ist gerade da, wo der Freitag ist der dritte
Also vom 2. bis zum 5. Oktober 2025 steht aber auch auf der Homepage drauf. Da wäre noch mal eins, da hättet ihr dann den Freitag als Feiertag. Wer dann nicht arbeiten muss, der kann Donnerstag nach der Arbeit losfahren und hat dann verlängertes Wochenende. Also da habe ich jetzt noch mal ein Oktoberwochenende nachgebucht für nächstes Jahr. Und ich denke mal, dass der auch dann ratzfatz also voll sein wird. Und da ich ja ab diesem Jahr das so mache, dass ihr dann, wenn ihr das bei mir bestellt, gleich eine Anzahlungsrechnung bekommt, und der Rest wird dann im nächsten Jahr gemacht. Da genau, wisst ihr dann, dass ihr den Platz sozusagen sicher habt. Weil was nutzt es mir, wenn ich euch jetzt auf die Liste schreibe und am Ende macht das nicht und ein anderer kann nicht. Also wer jetzt sagt, er kommt an dem und dem Wochenende, der kriegt von mir diese Anzahlungsrechnung von 20%. Ist ja in jeder Reisebranche so üblich, dass man eine Anzahlung macht und dann nachher am Ende bezahlt. Manche bezahlen ja auch gleich, aber ich habe gesagt 20%, dann ist der Platz euer. Wenn dann immer noch irgendwas dazwischen kommt, dann kann man dann die Sache entweder schieben oder ummodeln, wenn noch was anderes frei ist. Aber erstmal ist die Sache so, dass dann eben halt wirklich die Plätze und wenn sie weg sind, sind sie eben weg. Genau. Aber ich freue mich schon und werde die hier auf alle Fälle, den Mops werde ich an die Tasche irgendwie ranbappen. Ist egal. So, und dann habe ich ja letztens gesagt, ich habe ja von der Firma Aetna so ein Projekt, da haben wir das Garn gesponsert bekommen, wo ich mich verlesen habe. Das kommt heute oder, nee, morgen, morgen. DHL hat mir geschrieben, morgen kommt der Rest. Ich habe ja da nochmal nachbestellt. Wie gesagt, wenn ich richtig gelesen hätte, hätte ich das ganze, die ganze Wolle für dieses Oberteil, für diesen Oversize-Pullover habe ich mich ja entschieden. Und da hätte ich die ganze Wolle für bekommen. Ja, Dummheit muss bestraft werden. Und demzufolge habe ich jetzt nochmal nachgekauft. Ich habe aber meine Maschenprobe gemacht. Und zwar Nadelstärke seht ihr ja hier 1, 2, 3 mit Nadel. Sind das 3? Auf der Seite sieht man es besser. 1, 2, nee, Nadelstärke 4. Ist das hier auch angegeben, Nadelstärke 4? Das ist ja 100% Wolle. Genau, 4 mm ist auch angegeben. Und das ist meine Maschenprobe, die ich gemacht habe. Und die kommt super hin. Und hier ist sie doch noch ein bisschen robuster. Und okay, ist ja Handwäsche, ne? 100% Wolle. Aber hier ist die schon wesentlich weicher. Also ich habe da keine Probleme mit solchen Sachen. Also ich kann den Pullover dann super tragen. Und ich hatte mich ja für diesen Olivton entschieden. Das ist die Farbnummer, wenn ihr das wissen wollt, von dieser bei Aetna Ulrika Natur. Das ist die Farbnummer. Hier steht sie. 32 70 08. 32 70 08. Genau. Und da kommen jetzt die anderen und dann kann ich nämlich mit dem Pullover auch so nebenbei mal starten. Ich weiß, ich habe noch meinen zum Beispiel den Artikus-Wetter, aber das mache ich, wenn ich ein bisschen mehr Luft habe und so weiter. Und da brauche ich Ruhe und Lust für Colorwork. Und hier gab es ja die Anleitung mit dazu auf Deutsch, der Pullover. Und da haben 50 Gramm 100 Meter. Also es ist, läuft hier, glaube ich, unterbürstet. Ich weiß es gar nicht genau. Aber ich würde sagen, es ist, naja, ein bisschen dicker als Sockenwolle. Also 200 Meter. Die Kegan ist es nicht. Es ist schon ein bisschen vom Faden her ein bisschen dicker. Aber die finde ich fast genauso wie meine Wolle, die ich bei Drops gekauft habe.
von der Haptik her, wo ich damals den Pullover gestrickt habe. Ist ja auch so ein dickes Garn gewesen. So. Und der Pullover, genau, und ich brauche ja, denn das ist die, ja, ich hätte mir die auch die Tencel Blau nehmen können. Die ist 58 Tencel, 42 Alpaka. Hat genau das gleiche, aber ich hatte mir ja die Ulrika Natur genommen. Und ich bin mit der Maschen, mit meinen 10 Zentimetern bei glatt rechts. Ich habe 20 Maschen und hier sind 21. Also eine Masche, aber das ist am Anfang vor der Maschenprobe war es noch nicht so. Da hatte ich 9. Also bei mir ist es ein bisschen in die Breite gewachsen nach dem Waschen. Aber wie gesagt, nicht allzu viel. Brustumfang und ich nehme ja die 1, 2, 3, die vierte Größe mit 126 Umfang, dass es ein bisschen lockerer sein soll. Dann haben wir ja einen schönen Schlitz an der Seite. Und übrigens, diese Anleitung für den Pullover, die gibt es bei Aetna auch kostenlos. Ihr müsst ja nicht das Garn mitkaufen, wenn ihr die kostenlos runterladet, dann sind die Anleitungen kostenlos, die meisten jedenfalls. Und wenn ihr jetzt die Anleitung so gedruckt haben wollt, dann müsst ihr sie kaufen. Also wenn die per Post zu euch kommen sollen. Genau. Und ich brauchte nämlich nicht 550, sondern ich brauche Garnverbrauch 675 und demzufolge reichen keine 10. Das waren ja nur 5 oder 11 habe ich ja gehabt. Es waren ja nur 5 und 50 Gramm Knäuel. Aber unterwegs ist es. Und dann werden wir mal gucken, wie, wo Schwierigkeitsgrad Mittel. Ich brauche, wie gesagt, einen Rundstricknadel 3,5. Ich nehme die 4. Weil mir das Maschenbild mit der 4 super gefällt und ich da so ungefähr hingekommen bin und dann 4 Maschenmarkierer, die geöffnet werden können. Also nicht so eine runden, sondern dann brauchst du wirklich schon entweder diese kleinen Glühbirnchen oder eben halt die, die ich in dem Häkelpullover drin habe. Weil man die dann wahrscheinlich irgendwann versetzen muss. Richtig. Hier ist nochmal eine Seite mit dem Pullover, wo noch ein paar Bilder sind. Da seht ihr nochmal das Muster. Und hier ist er nochmal so abgebildet. Wird bestimmt spannend, aber wir werden sehen, wie es sich ergibt. Genau. Mit Knopfleiste. Silver Birch Sweater heißt er. Also den gibt es garantiert auch irgendwo auf Reveille. Hier ist ja die Nummer von dem Pullover. Wenn man die da eingibt, dann kriegt man die Anleitung. Genau, so, das ist das. Und jetzt haben wir noch die. Ha! Das Ding brauche ich unbedingt. Das muss ich wieder reinpacken. Das wird dann so an der Seite irgendwie so eine Schlaufe. Glaube ich. Wo ist die Tasche mit dem Nähzeug drin? Hier. Da kommt es auch wieder rein. Und dann drückt mal die Daumen, dass das Zubehör pünktlich kommt, dass ich dann die Tasche fertig kriege. So, und jetzt wieder verschließbare Kennsnips oder Kennsnips, sage ich schon. Maschenmarkierer sind dann sozusagen die, die man reinmacht, die man wieder aufmachen kann und wieder neu versetzen kann, wenn es dann in der Anleitung gefordert ist. Deshalb braucht man da die. So, und hier ist er. Unsere Sennita. Die Nummer 72 ist das jetzt. Kostet
7,90 €. Und die nächste Ausgabe kommt am 2. November. Da gucke ich ja auch immer hin. Ich meine, jetzt kriege ich die ja immer in den Briefkasten. Aber für alle die, die sich das in den Kalender eintragen wollen, da gibt es dann, oh, schön, habe ich noch gar nicht geguckt, schöne Socken, so eine Bälle für den Weihnachtsbaum, eine schöne Mütze, Jacke, Vereilpolunder, Handgymnastik für Strickerin. Handgymnastik für Strickerin ist das nächste Mal drin, ein Workshop. Ne? Hier mit diesen, nicht Conny, immer beim Strickwochenende. Gumminastik gemacht. So, was haben wir drin? Stricken für Herbst und Winter. 60 Jahre Wollrödel ist nochmal ein Artikel drin. Garnreport, da geht es diesmal um Donegal-Tweed. Kommt ja jetzt wieder rein und Workshop lettischer Zopf. Genau. So. Hier habe ich wieder alle. Ich zeige euch gleich mal alle Modelle, die drin sind. Das sind da die Pullover. Dann ist ein schöner Kinderpullover mit so einer Giraffe drauf. Das wären jetzt so die Pullover. Und dann haben wir hier noch die Modelle. Noch was? Nee, das sind sie. Die Modelle. Genau. Ist diesmal gar kein Tuch mit bei? Doch. Ein Brioche-Tuch so. Übrigens, wer das Ganze, die ganze Zeit hier hinguckt, das ist ja immer noch mein Tuch, was es bei mir gibt. Das Ocarito, wo damals die andere Färbung hing. Ein schönes Musterstricktuch. Jetzt gerade für alle die, die so zwei Stränge verstricken wollen. Ein uniformes und ein eins mit ein bisschen Farbverlauf oder Muster, wie auch immer. Hier bin ich hängen geblieben. Na toll. So. Das ist ja, wie gesagt, letztes Jahr rausgekommen. Ein Tuch mit einigen Mustersätzen drin, Lochmuster. Hier auch ein Lochmustersatz. Ich zeige es euch verkehrt rum. Dann einmal so mit Noppen. Dann haben wir hier nochmal so ein schönes Lochmuster. Hier ist so ein Pfeilmuster drauf. Sieht man das? Einmal in die Richtung zeigen die Pfeile und einmal in die Richtung. Also und unten, wer auch gerne Brioche strickt, für den ist es auch was. Also da ist alles mit bei. Ich mag ja so eine Tücher, wo viele Sachen mit drin sind, dann wird es nicht langweilig. Und deshalb habe ich hier, wie gesagt, das Brioche-Tuch schon mal wieder. Ich mag ja so, okay, Patent, zweifarbiges Patent. Ups, und ups, hängen wir es wieder rüber. Bleibst du hängen? Ja, bleibt hängen. So, genau. Das ist übrigens noch nicht ausgespannt. Das könnte noch richtig gespannt werden, dann wäre es noch größer. Aber es reicht auch so. Nur mal so nebenbei. Also hier ist der Boxy und da ist das Ocarito-Tuch. Gibt es bei Reveille die Anleitung oder bei mir im Shop. So, dann haben wir, wie gesagt, die Wintergarne, so auch ein bisschen so diese kühleren Farben. Was haben wir noch drinne? Der strickige Adventskalender von Brigitte Zimmermann. Eine Flusskreuzfahrt mit Veronika Ruck ist im Oktober ab Basel. Stelle ich mir natürlich auch toll vor, mit ganz vielen Leuten zusammen auf dem Schiff. Dann kommt gleich der erste Pullover. Biendel Bay. Das ist das, der blaue. Der wird, den gibt es in 6 Größen von 81 cm Brustumfang bis 137 cm Brustumfang. Und der wird mit Decay, die Elements von West Yorkshire Spinners, wurde der hier gestrickt.
Und natürlich wieder mitteilen. Genau, Ärmel extra und dann ein. So sieht er von hinten aus. Buchvorstellung haben sie diesmal Heimatliebe von Annette Danielsen. Dann Vereilstricken von Carina Olsson. Artignitz von Weichin Schan. Und Ostfriesenglück. Das ist ja das Buch, was ich jetzt neu habe von Anne Barnes und Susanne Oswald. Das sind so die Bücher, die vorgestellt werden. Hier unten sind die ISBN-Nummern, falls euch das interessiert. Genau, das wären die. Dann kommt ein Pullover mit Vereil oder Colorwork, wie auch immer man das nennt. Ich habe den Unterschied immer noch nicht begriffen. So, das ist der Pullover, der geht von 81 Brustumfang bis 147, also in 9 Größen. Das ist eine ganze Menge, finde ich jedenfalls. Hier ist nochmal ein Bild. Hier ist nochmal so ein Bild von unten, so das Muster an den Ärmeln. Das ist ja das, was auch oben ist. Das haben wir mit drin. Dann haben wir einen, den von, also ich bin diesmal nicht ganz so überzeugt von der Zeitung, aber es kann ja nicht immer für jeden was dabei sein. Die Mädels beim Strickwochenende fanden aber zum Beispiel diese Strickjacke super. Also du hast einen Ärmel, der Ärmel hat ein Lochmuster und das Vorder- und Rückenteil wird mit so einem Muster gestrickt. Der Cardigan Tilly. Und den gibt es von Brustumfang 71 bis 157. Also auch wieder sehr schön groß von Luisa Harding. Mit Vereil, obwohl. Je länger man raufguckt, umso schöner wird er. Ja. Also hier sind die ganzen Vereilmuster drin, Zielmuster, Strickschrift und das Lochmuster für die Ärmel ist auch mit bei. Hier ist nochmal so ein schönes Foto von vorne. Ich meine, es sieht irgendwie hübsch aus. Stimmt schon. Also doch, das Teil find ich jetzt doch gut. Dann haben wir einen Polunder, auch wieder im Vereil. Also Polunder sind ja diesen Winter auch wieder so wie letztens. Letzten Winter war ja Suchtlappen hoch 3. Und jetzt habe ich schon viele Polunder-Anleitungen gesehen. Ich finde es natürlich auch praktisch. Eine Bluse drunter oder ein langärmliches T-Shirt drunter oder so. Hat man immer noch ein bisschen was Wärmeres, als wenn man jetzt nur ein Pullover anhat. Genau. Huhuhuhu. So, was haben wir noch drinne? Also dann haben wir, wie gesagt, den Bericht über das Donegal-Tweet. Knäule mit Charakter. Tradition und Qualität gehen beim geschichtsträchtigen Tweet aus dem hohen Norden Irlands Hand in Hand. Das reine Wollgarn mit dem typisch vielfarbigen Noppen lässt klassische Strickstücke entstehen, die zeitlos modern wirken. Genau. Und jetzt haben wir gleich so ein Pullover in diesem Tweet. Und es ist wirklich ein warmer Pullover. Und da sieht man mal so die kleinen Nupsis, die so drinne sind. Ist wieder ein kleiner Pullover, der ist nur von 96 bis 137 als, aber ich glaube, Zöpfe, wenn du ein großer Mensch, ein breiter Mensch bist, so wie ich, und du trägst dann noch Zöpfe, 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 das trägt dann irgendwie auf. Also, ich finde, so eine Pullover wirken dann eher an
Schlankeren und nicht an uns Adipösen. Genau wie der nächste. Ich finde die Muster nicht schlecht, aber wie gesagt, es ist nichts, was meine Größe entspricht. Da musst du, also ich finde, so ein Pullover wirkt wirklich nur, wenn du eine Figur, wenn du ein bisschen schlanker bist. Gibt es auch nur von 81 bis 117. Ich glaube nicht, dass das großartig wirkt. Oh, wenn ich die ganzen Strickschriften schon sehe, das sieht aus. Das wirkt halt nicht so. Dann haben wir einen Pullover, da finde ich oben so diese Lace-Rundpasse und dann als glatten Pullover. Okay, die Ärmel muss man ja nicht so im Ballonpuff oder Fledermaus-mäßig stricken, aber oben so ein Rollkragenpullover ist es das, ja, ist das Titelbild. Mit dieser Passe oben und dann ansonsten eben halt glatt rechts. Rollkragen gestrickt, der ist bestimmt dann. Nee, der ist nicht doppelt. Ist ein einfacher. Aber wie gesagt, diesen Schnitt, wenn ich euch den Schnitt mal zeige, das wäre nicht so ganz meins mit den Ärmeln. Aber ansonsten so oben diese Passe, den Rollkragen würde ich wahrscheinlich auch weglassen. Ich würde nur so stricken und dann würde ich ihn glatt runterstricken. Aber man kann ja sowas abwandeln. Dann haben wir, wie gesagt, 60 Jahre Wolle-Rödel drinne. Ein Artikel. Dann kommt wieder so ein schöner Norweger Pullover. Für alle, die Norweger Pullover und Colorwork mögen. Der gefällt mir auch ganz gut. Und der ist aber auch wieder bloß größenmäßig bis 117 Brustumfang. Das ist immer ein bisschen schade. Hier ist nochmal so von hinten ein Foto. Aber der sieht schon mal nicht schlecht aus. Auch so die Farben. Mütze, Loop und Handstulpen. Alles zusammen. Passende Mütze. Der Loop mit dem Muster und dann auch noch die Handstulpen. Auch wieder so ein schönes Colorwork. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Hier ist noch mal so ein großes Bild von dem Loop. Sieht schon nicht schlecht aus. Dann haben wir, wie gesagt, ich weiß, ich stricke ihn ja noch. Nee, den stricke ich nicht. Ich stricke ja einen anderen. Aber das ist auch, aber stimmt, da ist hier unten der lettische Zopf mit bei. Und da ist nämlich hier so ein Kos drin. Aber ich hatte ja meinen eigenen Kos. Dann kommt dieses Dreieckstuch und das sieht auch sehr gut aus. Patentmuster und Streifen. Da muss man gar nicht großartig Lochmuster mit reinmachen. Da reichen auch so ein paar im Brioche, also im zweifarbigen Patent und im ganz normalen Streifen Optik. Also zwei rechts, zwei links und so weiter und so fort. Also das ist auch hübsch, das Tuch. Ist auch nicht so riesig. 1,30 breit und 54 hoch bloß. Dann haben sie so einen Kragenschal drinne. So eine Einsätze ist ja habe ich schon viel gesehen, gerade bei Ätna, bei den Projekten. Also so oben im Norden haben wir auch so in Büchern drin, in diesen nordischen, wie ein Polunder, der nur bis hierher geht und nicht zugenäht ist. Also wie ein Rechteck mit einem Loch drinne und auf der anderen Seite zurückgestrickt, so als Einsatz. Und das ist natürlich dann so ein bisschen was Edleres. Sieht natürlich nicht schlecht aus. Aber da muss man fragen. Die Heizung? Geht die Heizung schon an? So, hier oben ist er nochmal abgebildet. Da muss man aber, wie gesagt, die Fransen mögen. Oder man macht das eben ohne diese Fransen. Aber ich glaube, dann wirkt das nicht so richtig. So, dann haben wir wieder Socken drinne. Ein Sockenkurs. Oder Socken sind ja immer mit drin in der Zeitung.
mit schönem Muster drauf. Die gefallen mir auch ganz gut. Und dann haben wir wieder die Garnalternativen zu jedem Projekt. Und dann kommt der Kinderpullover, Giraffe. Für alle, die noch so eine kleinen Enkelkinder haben oder selber so eine kleinen Kinder haben, ist das natürlich auch mal ein richtig toller Pullover für so einen Stippi. Und da ist hier einmal drin von Größe 1 bis 5, von 3 bis 4 Jahre und dann geht es bis 11 und 12 Jahre. Brustumfang von den Kindern 53 bis 79. Da wissen wir das auch. Da ist das Zielmuster drin. Und dann haben wir noch einen Herrenpullover. Das finde ich ja auch immer schön, dass ein Kindermodell, ein Sockenmodell, ein Tuchmodell und ein Herrenmodell immer mit drin in der Sinne da. Und das finde ich toll. Und der Pullover, der sieht auch gut aus. Da so ein Pullover, das richtige Garn, sowas würde mein Mann auch anziehen. Oder als Strickjacke. Man könnte das ja dann hier in der Mitte auch sticken. Also da, der Pullover, der gefällt mir auch ganz gut. Ist das schon wieder so dunkel geworden? Na, das hat doch schon wieder was mit meinem Akku zu tun. Oder weil ich hier was vorgehalten habe. Brustumfang 91 bis 137. Oberweite 105 bis 144. Müsste man mal gucken. Also Aran-Muster für Vorder- und Rückenteil, Aran-Muster für Ärmel. Er sieht natürlich wirklich gut aus. Und was nehmen die hier für Garn? 50 Hochlandwolle, 50 Alpaka. Ich glaube mit Hochlandwolle. Da ist mein Mann schon wieder raus aus der Nummer. Da muss ich wirklich was ganz, ganz Weiches nehmen. Aber dann wirkt er wahrscheinlich nicht, dann hat er den Halt nicht. Und dann haben wir noch ein Stricklehnen, werden ja auch immer vorgestellt und wusste ich nicht. Ich meine, ich war jetzt dieses Jahr in Dresden, aber ich war ja in Radebeul und der Laden dort. Und hier ist noch einer, der ist in der Dresdner Neustadt. Der wird da vorgestellt. Und zwar... scheint auch ziemlich klein zu sein, auf 28 Quadratmeter, also klein und fein. Nach Strick und Faden heißt der. Und der ist in der Rotenburger Straße 14, hier oben steht's, in Dresden. Für alle, die in Dresden, aus Dresden oder Umgebung sind, und den Laden vielleicht noch gar nicht gekannt haben, der ist bestimmt nicht schlecht. So, und das war's. Also das war jetzt der Ausblick. Okay, ich bin wieder ganz und gar durchgerattert durch das Heft. Also so zwei, drei Sachen sind drin, die mir gefallen. Ich bin gespannt auf die nächste Zeitschrift. Wie gesagt, Strickgeschenke für Weihnachten. Rechts, links Relief, ein Cardigan, dann das Vereil-Workshop, Reportage, eine Alpaka-Farm in Peru, ein Porträt ist drinne, Nitze Cat von Schoppel, Strick-Inspirationen, Guernsey-Sweater ist mit drinne dann, nahtloser Norweger-Pullover, ein Stricktuch wieder, Handschuhe, Loop, Zipperjacke für Kids und norwegischer Fischer Pullover, der wird dann wieder für die Männer sein. Also, ne, was hatte ich gesagt? Anfang November? 2. November. Und wir haben die ja dann meistens immer 2, 3 Tage vorher als Abonnenten. Genau. Ach, das ist die Vorstellung hier. Das ist, glaube ich, die Zeitung von Schoppel, die sie dann da vorstellen. Nitzeket 16. Das Schoppel-Strickheft. Genau. Also daraus wird was vorgestellt oder über diese Zeitung. Oh, so. Maschenprobe hatte ich euch gezeigt.
Meine Tasche hatte ich euch gezeigt, was ich im Kopf habe, was ich nähen werde. Die bunte Vielfalt hier vorne habe ich euch gezeigt. Das bunte Potpourri. Schaut gerne im Shop vorbei. Es sind auch noch ein paar Halloween-Stränge dabei, für wen das was ist. Und ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Bei uns soll es das ganze Wochenende regnen. Ich weiß, in ganz Deutschland soll es regnen. Ich hoffe, bei euch wird es nicht so schlimm wegen dem Hochwasser. Die haben ja schon wieder alle möglichen Warnungen ausgesprochen. Also, ich wünsche euch, dass ihr gut durch dieses verregnete Wochenende kommt, ohne irgendwelche Schäden. Dass ihr gesund seid und wie gesagt, falls einer noch im Oktober möchte und die Zeit hat, ein Plätzchen habe ich noch. Ansonsten, ja, bleibt da frei. Und nächstes Jahr guckt nach im Shop, ist für Oktober nochmal neu ein Wochenende mit eingefügt. Ne? Also, Tschüssikowski, eure Kiwi. Macht's gut.